Gut, ich muss dann langsam mal weiter. Mal lange Pass genug auf dein Karma auf. Auf mein Karma. Oha. Ja, der Punkt gibt da was zu sagen. Lass mal ihn mal reden. Der abgerissene Telefonhörer, mit dem Jupp Jupsen zu telefonieren pflegt, ist ja eines der Lieblings-Items, die man mit sich rumsteppen kann. Ich finde es ganz interessant, wie selbstverständlich halt irgendwie diese Edna halt erstmal Juppis Telefonat halt nimmt, obwohl sie ja eigentlich eins und eins zusammenzählen kann und halt eigentlich weiß, dass das so nicht ganz funktionieren kann und dann halt dieses Spiel halt ganz natürlich mit sich weiter rumträgt. Und deswegen finde ich es auch schon fast ein bisschen schade, dass man den Telefonhörer hier an dieser Stelle tatsächlich physisch richtig benutzen muss, um aufzulegen, um halt an eine Münze zu kommen. Ja, das ist fast ein bisschen schade, dass man das Rätsel nicht weiter auf der Ebene lösen muss, sondern halt hier irgendwie in die Realität zurückkehren muss. Ganz wichtig fand ich übrigens, um Ednas Charakter noch ein bisschen Tiefe zu geben, dass sie hier tatsächlich in diesem Screen das erste Mal für irgendetwas auch ein bisschen Respekt zeigt. Sonst ist ja eher von kompletter Respektlosigkeit geprägt. Also im Gespräch mit Harvey streiten sich darüber, wie man Respekt überhaupt schreibt. Das ist die Kunst der Insassen. Das wird Edna plötzlich ganz unangemessen mitfühlend, wenn sie sich die Sachen anguckt. Und das sind tatsächlich zwei der wenigen Objekte im ersten Kapitel des Spiels, die man nicht beschmieren kann und nicht kaputt machen kann, weil sie wirklich nicht das als wichtig erachtet, dass die ihre Mitinsassen sich auf diese Weise hier auf der an der Pinnwand ausdrücken. Nee, 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 Poki, das geht ja nicht. Nicht beschmieren, nicht kaputt machen. Das. Ich beende dieses Projekt an dieser Stelle, das ist ja ein Skandal, das ist ja nicht möglich. Ja, da hat der Pinnwand, dass wir hier was im Spiel nicht beschmieren können. Das ist ja Revolte. Aha. Okay. Wir können die Pinnwand nicht beschmieren. Sehe ich aber anders. Nein, das soll heilig und sauber bleiben. Ach, okay, die Malereien dürfen wir nicht beschmieren. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Verstehe. Ah, und jetzt sehe ich auch, woher der Juppie seinen Telefonhörer hat. Ja. Ich gucke gerade so unter den Chats, unter den Stream. 220 Abonnenten habe ich jetzt. Ich habe einen neuen Abonnenten bekommen. Juhu. Ja, da müsst ihr aber noch ein bisschen reinhauen. Da müsst ihr noch fleißig mehr abonnieren. Das ist so, das 220 reicht jetzt noch nicht für ein 24-Stunden-Special. Münztelefon. In diesem Bild macht Captain unbrauchbar von seinem Recht Gebrauch, seinen Anwalt anzurufen. Ja, wichtige Sache. Inspektor Konrad gelang es schließlich, den Anruf zurückzuverfolgen. Er kam vom Telefon. Oh, das Telefon war's. Guck mal, Harvey, ein... Ja, ein Münztelefon. Du musst mir nicht immer alles zeigen. Ich habe auch Augen im Kopf, weißt du? Das schon, aber sie sind nur aufgenäht. Der Stream lässt nach. Der Stream lässt nicht nach, der Stream-Chat. Der Stream-Chat lässt nach, das ist... Ja, war schön. Ah, jetzt noch hingekratzelt. Und... Lieber nicht. Vielleicht ist das die einzige Verbindung nach draußen. Gut. Das hatten wir schon. Auch wenn es so aussieht... Es ist kein Getränkeautomat. Hast recht. Dass ich mal draufklicke. Lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Ich glaube, die Cornflakes-Packung können wir wegwerfen. Ich fürchte, ich kann es nicht reparieren. Du vielleicht, Harvey? Ich fürchte, ich habe nur destruktive Eigenschaften. Was ist mit deinem schmuseweichen Fell? Ich schmiege jeden zu Tode, der mir begegnet. Gut, da haben wir jetzt alles mit einem ausprobiert. Nein, nicht alles mit einem, aber alles mit dem Telefonhörer. Reden mit Gabel. Keine Chance, es ist kaputt. Der Hörer fehlt.
Oh, mit Gabel können wir noch alles ausprobieren. Keine Chance, es ist kaputt. Der Hörer fehlt. Habe ich mitbekommen. Gabel. Ich glaube, hier fehlt was, Harvey. Ja, eine radioaktive Weltraumsonde. Ich dachte mehr an einen Hörer. Da fehlt also keine radioaktive Weltraumsonde? Keine radioaktive Weltraumsonde, nein. Oh, worauf wartest du denn noch? Schnell, Schutzanzug! Schutzanzug! Schon 2 Likes auf dieses Video, auf diesen Stream. Und ein neuer Abonnent und ein Follower-Chat. Der Stream geht heute richtig ab. Ich sollte öfters wochentags streamen. Geht halt nicht. Ich bin halt leider diese Woche krank. In diesem Bild macht Captain unbrauchbar von seinem Recht Gebrauch, seinen Anwalt anzurufen. Ich muss halt auch mal arbeiten oder so. Irgendwas in dieser Art. Lampe bekritzeln. Ich habe eine Idee. Schon wieder die elektrische Zahnspange? Nein, Stifte mit eingebautem Solarium. Wer schreibt denn heute noch per Hand? Oh, eine Menge Leute. Die sind nur eben alle so blass. Gut. Das probieren wir nicht nochmal aus. Können wir nicht? Ich habe eine Idee. Ach, das ist wieder die Idee. Stimmt, das war das. Nein, Stifte mit eingebautem Solarium. Wer schreibt denn heute noch per Hand? Oh, eine Menge Leute. Die sind nur eben alle so blass. Wenn Corona Langeweile kickt, dann läuft YouTube richtig. Ja, du sagst es, Moni. Aber jetzt hat sich der Chat wieder beruhigt. Tja. Aber wir haben noch 4 Zuschauer. 3. Ich bin einer davon. Ich gucke hier auf meinem Laptop. So. Was hat man noch nicht? Nehmen, reden wir mit der Lampe. Warum nicht? Geist der Lampe, erfülle mir einen Wunsch. Ich höre. Bewahre den Spieler davor, alle Gegenstände nach versteckten Gags abzusuchen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Das hat wohl nicht so gut geklappt. Hier ist es hell genug. Glaube ich aber nicht, die Ecke ist ja ziemlich dunkel. Okay. Lampe nehmen. Hey, warte. Die Lampe ist durch ein Kabel mit der Wand verbunden. Oh, schade. Sehr clever. So kann man sie nicht klauen. Das ist sehr schade. Eine Lampe. Wer hätte es gedacht? Guck mal, Harvey. Ein Sofa. Wie traurig. Du musst mir eins versprechen, Edna. Ja? Schick mich bitte nicht zum Polsterer, wenn mir mal das TFHSE ausgeht. TFHSE? Dir wird das TFHSE niemals ausgehen, kleiner Kumpel. Was bedeutet TFHSE? Bin ich da zu dumm, oder? Wie geht es dir, Sofa? Ich fühle mich so nackt. Ja, keine Kissen. Das Sofa benutzen. Nein. Erstens habe ich keine Zeit, mich auszuruhen. Was? Zweitens hat jemand alle Polster entwendet. Man wird doch wohl noch die Zeit haben, sich auszuruhen. Das ist doch jetzt, das ist doch selbstverständlich. Zu spät. Jemand hat bereits alle Polster entwendet. Diese verdammten Diebe. Von diesem Sofa hat jemand alle Polster entwendet. Gut, ich glaube, hier sind wir fertig. Oh, Schild. Das Schild können wir bestimmt bekritzeln. Left. Ich glaube, Edna hat eine Links-Rechts-Schwäche. Das befürchte ich. Aufenthaltsraum. Können wir da reingehen? Residenz. Wir brechen einfach ein. Ho. So, so. Meine Späher haben mir berichtet, dass du kommen würdest. Dass eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt, um mich und mein Königreich zu stürzen.
Wovon redest du? Da hast du es also geschafft, meine Wachen zu überwinden. Du meinst Troggelbecher? Arme, getreue Troggelbecher. Ich werde ihn mit deinem Blut rächen. Was? Aber, oh, weh, oh mir, meine Handschwamm. Kaum kann sie mein Schwert noch führen. Bin ich im falschen Spiel gelandet? Auf jeden Fall. Bevor du aber an dich reißt, was mein Geschlecht seit Generationen aufgebaut, entschloss meinen Thron und meine goldene Medaille aus dem Puzzle-Wettbewerb. Musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen? Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich werde dich im Zweikampf besiegen. Ja, der spricht ein wenig seltsam. Der Adrian ein wenig Pucki. Ja, Adrians Kissenburg, tatsächlich eine Anlehnung meiner Kindheit. Wir haben früher häufig bei uns zu Hause halt irgendwie Kissenburg, natürlich ich auch, in viel kleinerem Stil als die hier, gebaut in unseren Kinderzimmern. Also ich hatte 3 Geschwister und tatsächlich erkenne ich hier auch, ich weiß gar nicht, ob ich beim Zeichnen bewusst daran gedacht habe, aber hier tatsächlich einige Polster und Gegenstände, die wir auch bei uns zu Hause als Rohstoffe für unsere Burgen hatten. Interessanterweise ist dieser Fellteppich und dieser komische Sitzschnöpel in der Mitte, der kommt eher aus dem Haus von einem Sandkastenfreund von mir, also einem Nachbarnjungen, mit dem ich dann häufiger auch zu Grundschulzeiten übernachten durfte. Die hatten eher solche Materialien. Wahrscheinlich hatten die einfach die besseren Rohstoffe bei sich zu Hause, um Kissenbogen zu bauen. Die hatten auch so einen Perlenvorhang, merke ich gerade, den hatten wir auch nicht bei uns. Die hatten echt viel bessere Sachen, um Kissenbogen zu bauen. Kein Wunder, dass unsere Kissenbogen nie so groß geworden sind. Scheiße. Ja, das nannte man damals bei uns, bei mir, Butzen bauen. Die Butze war das. Wir haben uns Butzen gebaut. Das weiß ich auch noch. Das war immer genial. Ja, und das habe ich auch gemacht. Butzen bauen. Ich bin bereit. So sei es. Der Wettstreit. Ist hiermit eröffnet. Let's go. Fanfare. Nun dann. Wo kommt die Fanfare her? Es gibt kein Zurück mehr. Kein Zurück. Jetzt geht es um alles oder nichts. Um alles. Erfolg oder Niederlage. Erfolg. Ruhm oder Schande. Köderfisch oder Wurm. Köderfisch. Das ist aber ganz schön spannend. Was? Nein. Was? Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Und du musst mir die Lösung sagen. Oder zugrunde gehen. Schon gut. Ich bin fokussiert. Stell die Frage. Gut. Die Komm zur Sache. Frage. Kopf oder Zahl? Das ist was? Alles? Kopf oder Zahl? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron? Kopf oder Zahl? Immer Kopf. Immer. Kopf. Zahl. Tja. Dachte ich mir. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Hast du genug? Ich will deinen blöden Thron nicht. Wenn das eine List sein soll. Ich warne dich. Das soll keine List sein. Ich habe hellseherische Fähigkeiten. Das glaube ich dir nicht. Und ob. Frag mich was. Wer wird der nächste Papst? Ich sehe, worauf du hinaus willst. Und nein, du bist es nicht. Verdammt. Das halte ich auch für wahrscheinlich. Ich hätte nicht so oft fluchen sollen.
Werden Menschen auf dem Mars landen? Ein klares Nein. Was? Einfach nur Nein? Genau. Okay, das Nein. ist sich jetzt auch mal ziemlich sicher. Der ist sich der Sache ziemlich, ziemlich sicher. Wo ist Walter? In einem Die wichtigste Brunnen. Frage. Die Polizei wird seine Leiche in wenigen Tagen bergen. Oh nein. Was? Der Arme. Der arme Walter. Rettet ihn. Komme ich hier jemals raus? Ungewiss. Deine Zukunft ist, mein sehr junger Padawan. Ich sehe. Und du bist Yoda? Einen weiten Weg, in welchem Universum? Vor dir hast. In welchem? Ich sehe Schmerz und Trauer und. Huch. Was ist das? Ich sehe eine Klage auf Lizenzrechtsverletzung. Oh wei. Wann ist dieses Gespräch endlich beendet? Schon sehr bald. Willst du vorher noch einmal versuchen, mich schnell zu besiegen? Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Ich ziehe mal von dannen. Dann mal wieder von dann. Cheerio. Gut. Und die letzten Worte hat Drogebecher. Wir haben, by the way, 20 Uhr, sagt Modi. Nilein wünscht mir daher eine gute Nacht. Gut, und ich habe eine traurige Nachricht zu verkünden, nämlich die Nachricht, dass wir mit diesem Stream jetzt ändern. Ich beende diesen Stream an dieser Stelle, hier neben Trollgebücher stehend. Und ja. Na dann. Da mich nach oben sollte euch dieser Stream gefallen haben, dieser Part, je nachdem, wann ihr das seht, wird es dann im Nachhinein in Parts aufgeteilt, falls ich es noch nicht oft genug gesagt habe. Gut, abonnieren, liken, teilen, Glocke aktivieren, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und Trockelbecher beendet diesen Part und ich danach den Stream. Lass nur das Trockelbecher machen. Hallo, Droggy. Droggelbecher. Na gut, dann halt Droggelbecher. Droggelbecher. Ah, er ist so süß, wenn er wütend ist.